Hast du wieder vergessen zu tanken? Ja, wahrscheinlich. Hat keinen Funken, Harry. Harry, hast du Zündung an? Zündung war gar nicht an. Ja. Hast du gerade ausgemacht? Ja. Die Flacke, warte. Ich glaube, das ist kein Sprit. Scheiße! Und deinen Sprit habe ich gerade genommen für meine Gurke. Guck mal. Kommt nicht. Warte, ich läuft noch. Der Motor klingt wie Scheiße auf jeden Fall. Ja, ne? Der ist purztrocken. Ja. Weißt du, was das Problem ist? Wir müssen nicht schnell los. Der hat doch einen Benzinhahn, oder nicht? Wenn der Vergaser tropft, kann auch der Tank leer sein, ne? Nee, aber ich habe einen Schlüssel in der Tasche. Hast du noch mehr Sprit, oder müssen wir ihn holen fahren jetzt? Ich muss ihn gucken. Scheiße, weil deinen Sprit habe ich ja gerade genommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß, was du meinst. Alter, immer irgendwas ist. In diesem Sinne, moin und willkommen im Max Speed Shop. Wir wollen heute zum Oldtimer treffen hier im Dorf. Und hier, naja, Harry hat keinen Sprit mehr. Dicky fährt noch irgendwie. Ja, wir haben gerade hier aus der Community günstigen Getriebe bekommen für unseren LT-Camper. Auch coole Karre, so von Schnitt her, ne? Eben gestrichen. Was mit auf Video? Oder hast Schiss? Hat keinen Schiss. Hier, er hier. Hat mich gleich angeschrieben, hat gesagt, ich habe noch ein Getriebe für dich. Ja, tut mir leid. Habe ich dir freiwillig einen Fuffi auf dem Tisch jetzt gesagt, hier, mindestens das. Richtig, ich wollte nichts dafür haben, aber... Naja, ist immer irgendwas, ne? Wollte unbedingt raustun. Okay. Finde ich voll geil. Klar schon. Danke mal nochmal, wirklich. Dann nicht für. Kein Problem. Noch ein Diff und Audi 90 hast du auch gut. Quattro Hyundai? Nee, das hier, das ist die Kardanwelle. Hast du da irgendwer gehabt vielleicht? Oder eventuell hast du auch ein Auto für mich. Das sind wir die Tage, bin gespannt. Ein schickes Audi Coupé. Das wäre mal interessant, haben wir nie gehabt. Haben wir also bei Jens das Ding. War ja auch ein Audi 90 Viertürer. War Fünftürer. Ah, okay. Guck mal, ist Harry sauer auf mich, weil ich den letzten Sprit geklaut habe. Ich habe gesagt, Harry, hast du Sprit für mich? Ja, hier, Minion, mach drauf. Das ist ein Tank leer. Seht ihr mit seinem Scheiß hier? Benzin leer! Hast du noch Benzin? Ja, wir haben schon ein komisches Leben. Wir haben nämlich den total bekloppten Plan. Jodi, kommst du jetzt? Ja. Wir wollen mit der Simson Duo dahin fahren. Das heißt, die erste Tour ist zur Tankstelle. Wir wollen da Sprit drauf tanken. Und die zweite Tour, die ist dann nach Hieseler Feld zu dem Treffen. Privattreffen im Dorf. Das sind die ganzen Dorfleute, die man so kennt. Die sind Ultramar-Fahrer, sind da halt alle so. Jodi, gib mal Kelle, du. Das kommen wir ja nie an. Wir drei auf einer Duo. Also eigentlich ist es eine Simson Triple. Ist das nicht Triple? Ja, das ist der Türen. Nee, das ist der Boden, der ist einfach scheiße verlegt hier. Das ist das Problem. Die Hanna hat immer einen Gürtel. Ich krieg ihn nicht hin, warte, da. Läuft. Ah, der steht hier wohl. Hat sich bei mir bewährt, dieser NVA-Scheiß. So, lass uns los. Übrigens, hier ist das neue Getriebe für den LT. Und mit Glück haben brauchen wir nur das Stück hier. Das muss raus. Das Stück und der hat eventuell noch eine gute Kardanwelle liegen. Also kann schon mal gar nicht mal so schlecht. Mal gucken. Naja, komm. Auf! Hast du die Tür zu? Lass uns mal eben die Duo-Sattel und dann duen wir erstmal los. Könnte sehr interessant werden, ob wir überhaupt annähernd ankommen. Wir haben übrigens, Harry hat jetzt irgendwie 20 Jahre alten Scheißsprit auf die Karre drauf geköpft. Könnte aufhört werden auf seinen Turbolino, weil ich ihn gerade seinen letzten Sprit geklaut habe, meine Duo. Ding, ey. Das ist die super Weide hier.
Da musst du fahren. Voll Vollgas. Du Die Duo-Fahrt läuft gut. Die erste Panne haben wir drin. Aber ist auch kein Problem. Jetzt kannst du ja. Hier ist so, Werkzeug ist da. Dann hat das Schaltgestänge rutscht immer über, wenn ich schalte. Das heißt, wenn ich jetzt drehe, hier dran, dreht das über. Das habe ich gerade hier Werkzeug geschnurrt. Das einzige, was wir hatten. Das einzige Werkzeug. Wirklich. Wirklich das einzige. Fahrt das hier 10er und 2 Wasserpumpenzangen. Also genau das, was wir brauchen. Schwein oder Schwein? Schwein. Ein bisschen Luft über Reifen gemacht. So, nach professioneller Tankstellenwartung. Jetzt haben wir Schaltgestänge eingestellt, aber richtig, das fliegt nirgendwo mal an. Das habe ich gerade gesehen. 3,5 Bar Luft auf den Reifen geknallt. Die waren nämlich auch fast platt. Und jetzt hier einen vollen Tank. Sind wir wieder im Game. Ja, ich habe gerade so doll geschüttelt, dass man die Pumpe für Auto. Perfekt, wie fahren wir denn jetzt? Fahren wir jetzt da lang und so gucken, ob Harry danach steht? Oder fahren wir da lang und direkt zu der Feder hin? Jetzt haben wir gucken nach Harry, ne? Moin! Ich weiß, du kennst mich nicht. Also es sah anders aus, als ihr losgefahren seid. Nein, ja. Karamell ist weggeflogen. Wie von dem Ding? Ist ganz weggeflogen? Nein, wieder dasselbe geworden. Ach, klappert wieder. Moin. Also meinst du, zwei sind los, keiner, der ist da, der eigentlich gar nicht geplant war. Beide kaputt? Ja. 2 Kilometer. Zwei Kilometer, Higgi. Ja, das ist der Topolino-Lifestyle. Fährt selber. Hat einen Kriegkern drin. Ja, Jody ist aber nicht doof. Die rennt da nicht vor. Du bist ja schon wieder hingerannt. Die sind gleich bei losgerannt, Hanna und Jody. Schön, ne? Wir sind angekommen, ja, vor Oldtimer. Oh, er kocht auch. Mach mal deine Haube auf, Harry. Mach mal deine Haube auf. Ich glaub, der auch kocht. Mach mal auf. Zieh mal dran eben. Mach mal, genau, mach mal auf. Ja, der kocht auch, Harry. Wo siehst du das? Sieh, ich höre euch ja, der kocht da, der fischt doch ab. Okay. Hören, so wie nicht aufmachen, da bietet ihr mal Ohren. Nee, nee. Hier, guck mal hier, da. Kühler ist kaputt, hier. Hicki hat recht, hier, da, Hicki, Harry, da hinten. Da, siehst du? Sprengel. Musst du löten, kannst du löten, Kühler. Oh, das sagst du, hast heute Bock, schöner Tag. Macht Spaß. Total. Wir bei Weinsberger klappert wieder, oder was? Ich steck wieder an die Dingsen an, oder was? Ja. Was? Das ist das scheiß Gelenk da hinten neu. Problem, wir haben die falschen Gummis da drin, was ich gesagt habe. Die ist nach hinten gerutscht. Ach. Ach, Harry, du tust mir leid mit deinem Scheiß. Das macht doch keinen Spaß. Nee, so nee, scheiße. Nee, da hab ich keinen Bock drauf, auf so einen Dreck. Nicht so mehr drunter als fahren. Wir werden mal hier Fiat für Italiener ausreichende Technik. Mensch, der geht einmal auf den Sack. Der Hickey, meinst du? Ah. Der Hickey filmt immer alles. Ja. Und hier? Ist hier was los? Ja, noch nicht, ne?
Aber ich bin wirklich, ich habe nur eine Panne. Ich habe auch eine Panne gehabt. Du, was heißt noch nicht? Noch nicht. Ich habe aber auch eine Panne gehabt. Ich bin bei der Score liegen geblieben mit dem Schaltgestänge. Mit dem Schaltgestänge wieder festschrauben. Aber ich habe mir Werkzeug ausleisten müssen. Aber meine Fahrt war die erste seit 1990, glaube ich. Naja. Gurken sind. Gurken-Lifestyle. Reiß mal an, Abad. Das ist ein geiles Ding. Junge, hab Bock. 600. Aber 600er Rennwagen, das ist der Unterschied. Ich würde sagen, der hat Bock. Klingt gut. Ich habe kein Benzin mehr. Kenn ich. Ich habe einen Fehler gefunden. Konnten wir gerade hier ganz lieb Werkzeug ausleihen. Und wieder da, pass mal auf. Hier unten der Bolzen, der geht einen Bolzen durch. Hier, von da nach da. Und seht ihr, wie das da arbeitet? Der Bolzen ist in sich selber gebrochen. Und deswegen ist die Achse nicht fest. Das heißt, wir müssen eine Gewindestange rein. Wenn die Gewindestange da durchgeht, dann müsst ihr das Ding wieder geradeaus fahren. Das heißt, wir müssen mit ganz vorsichtigem Bedacht. Ich überlege so, das Ding jetzt eben auszutauschen mit was anderem. Weil jetzt ist noch entspannt, jetzt noch hell, jetzt noch früh. Und vielleicht nachher dann abends mit den Dingen irgendwo kleben zu bleiben, wäre scheiße. So, tauschen die Duo eben aus und kommen mit einem größeren Auto wieder. Da musst du auch erstmal kommen, ne? So ein Drehmechanismus bei dir auf dem Hof. Weißt du, so hier für eine Zünder. Auch wild, oder nicht? Dreht sich um den Kreis. Nächste Runde. Dann kannst du es auch wieder andersrum drehen. Alles, was geht. Und ein Dreigang. Dann machen wir erstmal Pause. Gemütlich, ne? Und du hast schon wieder irgendwelche Burgenprobleme, ne? Ach, wo ist denn Aua, Nase? Aber wir sind noch nicht mal eine Runde gefahren. Ja, ich mal. Ersten Gang. Na, Hickey? Sitzen wir gerade in den Golf 2 Anhänger, in den blauen. Oh, ich will Bega. Ach, jetzt wirst du spielen. Warte mal, bis wir da sind. Dann kannst du aussteigen. Ich schmeiß dich da raus. Während der Fahrt. Bei der toll kühlen Geschwindigkeit hier. Bagger fahren. Tucker, 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 tucker. Vor allem der Klang von dem Auto, ne? Also von dem Trecker, so in Kombination mit der Golf 2 Karosse. Tucker, 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 tucker. So ein Golf 2, der auf einen Zylinder läuft, gefühlt. Ach ja. Sogar Blech. Die Frontwand. Ihr Dach haben wir abgeschnitten. Auch geil. Ja. Und Golf 2 Anhänger hat nicht jeder. Musst du mit einem Trabi machen. Übrigens haben wir die Karre eben getauscht. Dann haben wir jetzt mal eben hier den Roadrunner hier jetzt. Wir müssen da mal ein bisschen posen. Übrigens, die Haube bei Harry ist Programm. Das Auto hier ist kaputt. Das ist der dritte Wagen, der verreckt ist. Bei Harry läuft richtig. Tütata! Tütata! So ist er gemütlich. Ich will gucken, ich will gucken. Nein. Nur gucken. Oh, komm. Gucken darf ich nicht, okay, dann nicht. Auto. Das ist gemütlich. Ja, ne? Wir fahren da mal eine Runde. Hier, die übliche Golf-2-Speisung hat er auch schon gekriegt. Seht ihr da vorne? Tütata! Hintere über den Tankrohr, Rosten immer weg. Hat er auch schon gehabt, der hier. Hier, Runde 2, okay, geht klar. Die machen sich ein spannendes Leben. Währenddessen der Porsche Junior ersten Krieggang immer im Kreis. Tucker, 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 tucker. Das mit einem Seil festgebundenes Lenkrad. Die Farbe von dem Golf ist geil. Die Farbe hätte ich gerne auf meinen Camaro so ungefähr. Das ist nämlich eine BMW-Farbe. Bin mir nicht ganz sicher. Macht ja immer größere Zeit. Also ganz langsam, ne? Wie viel du die Geschwindigkeit geändert hast? Immer hinterher. Sehe ich ja. Euer Trecker fährt aktuell mit dir. Hier auch noch mal einer auf meiner Liste. Von fehlt noch irgendwo in der Ecke.
928 und vor allem 968, wie der hier. Königsklasse vom, die Spitzenentwicklung überhaupt im Ende gewesen. Vom 924. Nachfolger von 945. Klingt auf wie 945. Ey, das gleiche Auto, nur anderes Heck, andere Front. Was? Nein, das ist keine Straße, das ist selbst gebaut. Das ist nur für den Hof. Hat ein bisschen wenig Dampf, das Ding. 14 PS, ja. Ja, so ein Spielzeug. 26, so wie das eine, das da vorne steht. Aber geile Hofgurke, ne? Ja. Aber meins ist auch cool. Deins ist auch cool. Ja. Runde beendet. Aber klagen, das kann er. Ja. Krass, wie der nach Muster aussieht, ne? Das ist ja quasi ein Arbeiterbuster. Ja, ist es. Ford Osi doch nicht. Ja. Auf Ferrari, jede Menü für sagen Ferrari. Passt schon. Hab so einen Töter MR2, da kommt auch mal das ein Ferrari. Mhm. So für eine Optik hier. Ferrari. Übrigens, das ist ein neues, für euch mal eben so, der hat ein neues Benzinpumpenrelais drin. Und das Scheißding geht immer noch aus. Super. Tine war jetzt auch hier. Hat sich jetzt eben hier, hat eben Jody mitgenommen, weil wir können dann mit drei Leuten mit denen hier Plymouth nach Hause fahren. So zur Gurkenhalle. War ganz cool. Haben ein bisschen Werbung für uns gemacht. Wurden eingeladen. Voll nett. So muss das sein. Hier. Das ist Landwirtschaft, Alter. Das ist ein landwirtschaftliches Spielzeug. Ganz viele Bauern dagegen haben solche Dinger. Hier bin ich, Hanni. So, dann fahren wir mal rüber jetzt. Weil Tines Freundin Jessie ist gerade den Motorrad irgendwie anschrauben, den Blinker rantüdeln. Hab ich mit Tine im Video gesehen. Ich hab was auf die Käfermotorhaube geschrieben. Was denn? Tschüss? Das so. Treffen war super. Liebe Grüße, Hanna Cornelius. Aber Hanna, wenn wir uns einen Bierwagen am Bierhaus schenken, die ganze Zeit. Das hat Spaß gemacht. Immerhin hast du es nicht gesoffen. Nö. Würde ich auch nicht machen. War nicht so gut. Es riecht auch sehr eklig. Nee, ich bin auch kein Bierfan tatsächlich. Man gewöhnt sich immer dran an den Geruch. Ja, irgendwann wird man nur halb, sagst du. Ja. Das finde ich. So, zurück in der Gurkenhalle. Das habe ich gerade auch Jessi bei dem Motorrad geholfen. Das kann sie wieder blinken. Nur nicht kuppeln. Das sah doch ziemlich jämmerlich aus mit Kuppeln, du. Hey. Dicke Backen gemacht. Komplett dicke Backen. Na Schatz, bist du zufrieden? Weiß ich, mit allen. Mit 4 Stunden darauf warten, dass mein Motorrad fertig ist. Nein. Aber wir sind gerade wieder mitfahren jetzt, ist okay. Ja. Ist nichts dran kaputt mehr. Wäre auch zu schön und zu gewesen, wenn es noch kaputt geblieben wäre. Holen wir Montag eine schöne Motorradhose? Ach nee, der ist ein paar neue Finger dran. Mm. Machst du ein bisschen hier ein paar so einen Seilzug dran oder so. Dann machen wir die rechte Seite kaputt. Genau, fährst du eine andere Leitplanke. An der gleichen Stelle, nur wegen der Vollständigkeit. Ich kann wenden, es gibt so, die haben so einen Tick, weißt du, dieses mit Likes zu haben und so, ne? Sieht sich anders so, oh nee, ich muss am eben der andere haben es auch ab. Ja, währenddessen, Hanna baut gerade neue Belege an der Fahrrad hinten. Tina hat keinen Bock mehr auf ihr Leben. Ich habe auch die andere Seite fertig gemacht. Na, mach mal schnell. Ist mal gut, wenn du dich filmst, wenn du am Arbeiten bist, ne? Das kann ich auch nicht ab. Gordon ist da ganz schlimm drin. Hallo Frau Cornelius, gleich bin ich in meine Tasche. Dein Ernst jetzt? Das ist 20 Euro, da, guck, nimm mit. Nee. Da waren noch 5 Euro Scheine dabei. Ich bin doch nicht blöd. Oh, jetzt hast du es weggeschmissen. Hanna hat einen gesagt. So. Ja, bitteschön, für 5 Sterne essen. Badabab. Oder haben wir jetzt... Ja, oh, geht vielleicht noch. Mir ist kalt. Ja, hat auch gerade geregnet. Dann bringst du die Kinder bitte ins Bett. Oh, warum ist das so kaputt? Ja, das tut ja. Das ist hier Petra Spezial. Oh, wie das aussieht. Ja. Und was hat Tine noch gesagt? Ja, Jessie schraubt in ihrem Motorrad rum und dann muss Max kommen und ihr helfen. Achso, das weiß ich jetzt nicht. Aber hast du hingekriegt, so alles gut. Ich habe das so gut wie nichts gemacht.
So, wisst ihr Bescheid. Morgen geht's weiter. Flohmarkt-Tour. Ich nehme euch mit. Wochenende läuft. Und wer sagt immer, in Friedeburg geht nichts ab? Hier fährt Feuerwerk. Da ist er. Da hinten. Da tatsächlich. Junge. Junge. Da geht der Boss im Dorf hier ab. Das Schützenmesser auf der anderen Seite. Ja, ich glaube bei dem See von Infomed. Haben wir so einen See hier. Naja, egal. Tag später, wir haben jetzt Sonntag, sind wir beim Flohmarkt. Großen XXL-Flohmarkt, Marshall. Judy ist dabei, Hanni ist dabei. Tine muss heute arbeiten, die hat noch ein bisschen ihre neue Firma da am Vorbereiten. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir machen Püdel und wir halt was. Und dann haben wir noch halb um uns einen Opel treffen. Mal gucken, was da so los ist. Da müssen wir sogar noch ein Opel vorher abholen. Und auf dem Manta läuft nicht mehr heiß. Oh, Michi ist auch da. Michi wollte das. Da vorne, da kennt man ihn mit so einer hier Insignia-Witwe. Gestern mit geschrieben, ich habe noch ein Auto gekauft. Einen ziemlich geilen Oldtimer. Hanna und ich haben den gefunden, Hanna. Aber meine Mutter hat ihn eigentlich gefunden. Eigentlich hat meine Mutter den gefunden, aber den seht ihr noch nicht. Den seht ihr erst übernächste Woche. Hat ihn erstmal geheim vor euch. Aber krasse Karre. Da ist er, guck mal, wie groß der heute ist. Leider haben wir keinen Kinderwagen für Jody mitgenommen. Haben wir auf halbem Weg vergessen, ist eingefallen. Ich muss ihm ein bisschen Kette geben, aber sieht nicht gut aus, weil die hängt jetzt schon nach. Katastrophe. Auf dem Flohmarkt unterwegs. Hab bisher nichts gefunden. Jody hält sich wacker. Auch wenn immer jedes Kind, was einen Kinderwagen hat, voll neidisch angucken. Hast du gesehen? So hier so. Ah, will auch einen haben, so eine Art. Das ist ein Fahrrad, das könnten wir sie aufschieben. Mein Fahrrad ist schlecht. Hab schon gesagt, wenn wir für einen Zehner irgendwo Kinderwagen ähnliches kaufen können, dann kaufen wir das. Und schleifen sie hinterher. Ein was? Ein Trampolin? Nee. Nee, nicht schon wieder. Das Thema haben wir schon durch. Nein, du hast Schleide. Ich habe letztens ein Zerflex und den Müll geschmissen. Riesengroßes. Oh, ein Fußball. Man viel getüdelt hier sonst so, alles Mögliche. Aber jetzt nichts so, was ich suche. Ich suche ja auch nach Spielen. Ne? Nach meistens eher klassischen Spielen. Aber guck, wir geben ja nicht auf. Aber der ist nicht ganz so groß wie sonst. Von der hinten ist nämlich nichts. Siehst du das? Wenn du da guckst. Eigentlich ist da hinten auch immer alles voll mit irgendwelchen Ständen. Diesmal nicht. Diesmal ist noch entspannt. Kleinen Fund habe ich gemacht. Ein Schlüsselanhänger für meinen Camaro. Das ist wahrscheinlich eher so Corvette, aber naja. Man muss nehmen, was man kriegen kann für 3 Euro. Da hatte ich gerade einen Typen gehabt, der hat jetzt vier geile Spiele und eine richtig abgefuckte Super Nintendo. Habe ich ihm 80 Euro für geboten. Er wollte 90. Ja, am Ende wollte der irgendwie, dann hat er irgendwie seinen Kollegen angerufen, da wollte er 85 und meint dann irgendwie, dann hat er schon für 80, hat er von vorher einen weggeschickt und oh. Was für Märchen. Autohändler ist er. Autohändler mit hier Exporthintergrund, haben wir so erzählt. Ich weiß sogar wo, das weiß ich auch nicht, wo ich kein Auto kaufe, Alter. Boah, was das ist, das ist eine Tortur. Hier ist hin und her. Alter Schwede, das ist so abgefuckte Scheiße, die schon locker 20 Jahre lang immer auf dem Dachboden liegt, zu vergammeln. Weißt du, total angegilbt und angelaufen und nie rum gekümmert und dann meint, es ist dann Millionen wert. Das war schon ein Brett. Haben wir gerade noch ein Auto geschenkt gekriegt, ne Jody? Cool, ne? Aber das machen wir. Junge, oh, der stinkt. Oh, du fällst schon den Schlüssel aus der Hand. Das ist ganz schön hart, das Ding. Ich sag's? Oh, das ist ein hartes Ding. Wer hat geschissen? Ich. Ich bin stolz drauf. Das ist hier. Das ist eine der größten Geburten meines Lebens. Boah. Welcher Knopf ist dafür, um das Fenster aufzumachen? Ganz vorne. Sei froh, dass ihr kein Geruchs-YouTube habt. Aber das machen wir nicht wieder so, ne, Hanna? Ohne Kinderwagen, das war nix. Letztendlich haben wir Rudi eigentlich immer hinterher geschlurrt fast und dann auf den Arm genommen und hat sie immer auf meinen Arm immer geschaukelt, dann bin ich dann Oma umgerannt, beziehungsweise mit ihrem Trolley irgendwie bin ich mit dem Fuß hängen geblieben, weil ich nicht gesehen habe. Max hier, Gurkensichtung hier, guck mal hier, live. Da, seht ihr? Passt. Naja, auf jeden Fall hat sie mich dann als Arschloch betitelt. Und dann Hanna hat er doch geholfen dabei. Ne? Ich werde jetzt mit Schaukel und Jody auf dem Arm. Da habe ich dann noch einen Spruch gelassen, der Frau. Und dann haben sie so ziemlich alle, die daneben lagen, ziemlich tot gelacht über die Art. Das war sehr interessant. Auf jeden Fall war das so ein tolles Erlebnis, weil du keinen Kinderwagen dabei hast. Deswegen, wenn du Kinder hast,
Nimm Kinderwagen mit. Das ist der Shit. Wenigstens, wenn sie noch nicht so mobil sind. Obwohl, Judy ist eigentlich, ist das schnell am Laufen. Die hat ja durchgehalten. Der Michi ist auch da mit seiner Witwe, wie gesagt. Die hat ja auch durchgehalten. Der hat nur gelaufen wie ein Pinguin, so ungefähr, so hin und hinterher. Ne? Da musst du doch mal mehr auf sie gucken, wo sie ja, ist. Gut, als die macht ja auch kleinere Schritte als wir. Das ist logisch. Also, ne, körperlich hat sie einen großen Nachteil uns gegenüber. Und vor allem, wir müssen halt immer gucken, weißt du, wo sie ist. Weil ich habe mehr nach ihr geguckt als auf Flohmarktständen. Deswegen, nächstes Mal, scheißegal, ob wir 10 Minuten von zu Hause weg sind, wir holen uns einen hier. Ja, wir holen einen Kinderwagen. Das ist der Shit. Da hat ja nicht umsonst einer erfunden. Das ist eine Katastrophe. Naja, mein Kaufding ist, wie gesagt, ich habe einen Schlüsselanhänger, eine Mickey Maus von meiner Frau. Die liegt da hinten. Seht ihr die da? Ich flog auch gerade in einen alten Flohmarkt. Und eine DVD von den Ärzten. Dann haben wir am Start. Gesamtresümee, Ausgaben. Ich glaube 13 Euro für irgendwelchen Tüdelscheiß hier. Und hier 14 Euro fürs Frühstück. Ich habe auch noch Werkzeug. Läuft. Bekommen. Ja, das ist für 3 Euro noch, stimmt. 2 Euro. Aber ein 10er, was ist noch 10er? 10er, 11er. Am geilsten ist 10er, 13er. Da kannst du am meisten mit anfangen. 10er, 11er brauchst du eher selten. Außer du hast irgendwelchen Ami-Karren oder sowas. Da kannst du was gurken eventuell mit. Also jetzt nicht mit Chevy, sondern mit diesen Mopar-Dingern. Da brauchst du meistens 12 Werkzeug. Bei Chevy kannst du eigentlich immer alles nehmen. Das ist eigentlich voll egal. Und Detlef war auch da, hier unser Trödelfürst. Der saß da auf dem mit seinem ganzen Scheiß mittendrin und hat da versucht, Geschäfte zu machen. Nachdem er unsere Facebook-Gruppe vollgespammt hat mit seinem Tüdelkram. Läuft bei uns. Scheiße, der beste Verkäufer hier auf dem Platz hat sich auf die Nase gelegt. Weil ich nicht da bin, muss ja einer sich um die Gurken kümmern. Okay, ist wieder alles auf dem Schirm. So, weiter geht's. Manta holen und hoffen, dass er nicht mehr heiß läuft. Aber unterwegs im Manta, eben umgestiegen, die Gang hier. Nach den hier ziemlich anstrengenden Flohmarkt sind wir wieder ganz gut im Geschäft. Alle haben was zu trinken. Hanna hat sich Werkzeug gekauft, immer glücklich. Ja, und hier Manta hält seine Temperatur jetzt ohne Thermostat. Jetzt haben wir hier Vierteltemperatur. Das läuft schon mal ganz gut. Ja, auf einer halbe Mond. Ist auch von hier aus eine Dreiviertelstunde Fahrt. Oh, währenddessen läuft schon Ray Charles hier im Radio auf Tape. Sind wir angekommen. Das sind noch hier 3 Kilometer. Dann sind wir angekommen in Halbemond auf Motodrom. Das ist eine Rennstrecke und da soll das Opel-Treffen sein. So, jetzt habe ich gerade erstmal hier einen Zehner gelatzt, weil man auf Treffen rauffahren muss. Jetzt gucken wir mal. Moin! Jetzt gucken wir mal hier, wo die Einfahrt auf Motodrom ist. Auf jeden Fall ist das Opel-Treffen hier am Start. Wir sind relativ spät dran. Sonntag 14 Uhr, das ist ein Tagestreffen, ne? So heute. Eigentlich voll die beste Zeit jetzt. Hier da hinten sind wir am Picknicken, am Wasser, auch eine geile Sache. Oh, hier. Rennstrecke, ja! Das ist die Rennstrecke hier. Da steht Michi seine Kiste. Dann würde ich sagen, dann stellen wir uns einfach neben Michi. Seine Kiste. Ohne Weg, ohne. Auf, sonst ist es zu tief. Es geht, ja, es geht. Komm hin. So, am Start. So, Michi, hab dich gerade noch gesehen. In Rebsold. Da denke ich, ich fahr da mal hinterher. Aber da habe ich nur ganz, ganz viele schwarze Abgase gesehen. Und da warst du weg. Komplett. Ich hab dich gesehen. Ich sag das so, Hanna, so, ich kann mit der wetten, der sucht uns gerade. Ja, richtig. Deswegen hab ich Kette gemacht. Naja. Und wir nicht hinterher. Ich denke, nee. Du hast mal eben geschrieben, ich bin hinter dir. Ja, ich hatte das Navi da so rumliegen. Du kennst ja doch selber, ja, dann willst du auch nicht mit dem Handy rumtüdeln. Lass mal gucken. Autos sind ja hier, wa? Ja. Aber auch ganz viele Nicht-Opel. Ja, Alter, hat es früher bei uns nicht gegeben. Nee, bei uns früher nicht. Alter, definitiv nicht. Alter Schwede. Zeiten ändern sich. Ich habe ja auch null Empfang. Ja, hier ist auch nichts. Hier ist ein Dorf. Ja. Hier ist aber nicht mal Dorf. Nur so Muckel. Ah, guck mal, der Kapitän am Start hier. Captain Kuddel. Ein schöner Dicker, der. Der ist schick, ne? Mhm. Kannst sagen, was du willst. Na, Mahlzeit! Auch unterschätzte Autos, ne? Aber langsam kommen die jetzt auch dekadent, Alter. Dekadent, ja. Das ist so wie Astra F. Haben wir nachher mit Aschi angeguckt, kommt jetzt auch. Ja, okay. Moin!
Oh, guck mal, ein Manta. Guck mal hier, auf dem Uppel treffen Käfer. Aber gut, da wird das alles magenoffener als früher. Guck mal, das ist genauso ein Käfer, wie mein Alter hat. 1600er Neckermann-Käfer, den man so kennt. 1,6er Einspritzer. Für die gleichen Reifen, die mein Vater fährt. Auf seinen, auch gefühlt Erstbereifung. Aus Zustand geht voll klar, ne? Steht gut da, mit dem Golf 2 Lenkrad drin und sowas. So richtiger Oldtimer ist das gar nicht tatsächlich. Das ist noch richtig neu. Ich glaube 97, 96 haben die Dinger gebaut. Das geht, ne? Aber hier geht die Oberschiene weiter. Das ist erstmal vorher Jodi jagen. Die steht schon wieder hier irgendwo rum und. Nee, okay, die rennt hier vorne rum, dann geht's ja noch. Jodi, du Nase! Hier auch geil, ne? Ja. CS Kona auf Orbit A und ein bisschen Fahrwerk reicht schon, ne? Ohne übertreiben, das ist schon geil. Auch in meinen Augen ziemlich kommt. Rekord E2 kommt jetzt auch. Rekord E, ja, aber ich mag den Einser lieber. Schön mit Krummstoßstange. Ja, der ist ein bisschen geiler, ne? Aber E2, Alter, ist halt, den hat noch keiner auf dem Schirm. Hab so richtig. Ich mal als Karawan gehabt, 2 Liter E. Automatik. Der ging ab wie Sau. Der lief gut, ne? Ach du Scheiße, der Hurengolf ist auch da. Stimmt, der Golf ist da. Der ist wild. Aber gut, aber siehst du ja, der macht seinen Job ja jeden Tag. Ja. Der Diesel vor sich hin. Ich feier ihn. Allein schon wieder, dass das konsequent durchzieht, das Ding. Mit der Kiste. Den kennen wir auch vom Gurkenmuseum. Der Mann da ist sexy. Aber guck mal, da hat auch ein NRW-Kennzeichen dran. Die kommen, wir fahren ganz schön weit hier, ne? Das könnte halt meiner sein, Alter. Meine Alter. Das könnte genau mein Alter sein. Sieht genauso aus. Ist er aber nicht. Glaube ich nicht. Aber genau wie, der ist von Lager auch noch mal besser. Na? Na? Wir rätseln nur. Alles gut, ist er aber nicht. Man hat dieses Dach nicht gehabt. Ja. Weißt du, er hat doch diesen Irmscher gehabt. Hast du den gesehen, der bei Kunert steht? Nee. Ach, ist er das nicht bei vielleicht? Kunert weiß ich nicht, glaube ich nicht. Hab ich gesehen, glaube ich ihn gesehen. Aber steht schon lange da draußen rum, ne? Hat auch Ewigkeiten. Der stand schon ein Jahr auf dem Hof. Unglaublich, hat auch Ewigkeiten Porsche auf dem Hof stehen gehabt. Ja, Rauchen ist nicht gut. Rauchen ist nicht gut, das ist ein Raucher. Aber dafür schön C20 LET drin. Der hat Bock. Schon mit Breitbeuer, der hat alles mitgenommen, ne? Ja, alles. Alles, was sogar. Aus den 90er halt, ne? Ja, geil. Hammer Auto. Eine gute Halten dafür. Guck mal, GFK-Motorhaube, ne, Blech-Motorhaube mit GFK oben angesetzt. Auch geil. Ja, das ist so, das waren noch die alten Zeiten, Alter. Hier, guck mal, C-Coupé. Ja, kennen wir ja irgendwo her. Wir waren erst bei dir. Das stimmt. Die ganze Gang kennen wir eigentlich. Ja, das ist ja Gordons Traumauto hier, der da, der Grüne. Der sagt, oh, geil, Alter, Gordon, der Sabbat immer. Ne? Ja, ist auch, 74? Genau. Aber wenn Gordon ihn sieht, Sabbat da immer. Ja. Oh, der ist auch schön gemacht, ne? Kannst sagen, was du willst. Echt schön gemacht. Kriegt das ja, nicht hin. Reinrennen in die Wasserpfütze, ne? Kriegt das nicht hin mit dem Baujahr da aus dem Dings, ne? Weißt du, Jens hat mir das dreimal erklärt, wie das funktioniert. Ich krieg das Baujahr da nicht raus. Außer aus diesem scheiß Scheibenkot. Du? Ja, wenn ich besser gucken könnte, auf jeden Fall. 85 kann ich sein. Nee, der muss das ist immer, 74er ist immer die Endzeit ist immer eine 2, aber 72 kann auch nicht sein. Nee, der muss ein 74er sein. Alleine schon wieder Anschnallpunkte. Ja, aber gut, das ist eine Hammerkarre. Ja, auf jeden schön. Fall. Hammer Auto. Einsatz Jauro kann man schon sagen. Schon lecker. Und der Corsa, guck mal, originaler als der geht's gar nicht. Ja, ne? Guck mal, 1 Liter Vergaser drin. Voll hoch. Ein T-Moped. Richtig hart, ja. So einer, der mein Kumpel damals kam. Alter, die Motoren waren gut, ne? Tiefer gelegt, Alufang und das Ding, die von 170. Ah, die waren da auch im Kadett drin, die Motoren, ne? Ja. Längs eingebaut, ne? Die gab's da auch, ne? Würde ich halt sagen. B-Kadett noch schon. Ja, genau. Deswegen, ja, der ORV-Motor, genau. Hier steht auch drauf. Kadett A, das ist ja Jahre. Oh, eine geile Kiste. Moin! Schöner Autowagen! Ja, ne? Da hab ich so viele von durch, glaubst du gar nicht. Ja, früher schon im Ofen. Alter, immer gerollt. Weißt du, der Grüne noch, der gerollte und der Orange? Der war auch nicht schlecht. Weißt du, total orange, Fahrwerk drin, GSI-Dings und alles. Aber die Tür ist hier vergammelt. War scheißegal. Fiel schon bei der Scheibe raus. Auf dem Motorhaube drauf, Meierhaft, Schrott und Metalle, das kann das sein. Stimmt, richtig. Stimmt. Wo der wohl hin ist, ob es noch gibt? War, so scheiße gemacht war der aber eigentlich. 30 Jahre her. Ja, überleg mal, das ist schon ewig. Hat 30 nicht, aber ich würde sagen 15? 15, definitiv, 20 Jahre, Alter. 20 Jahre auf jeden. Definitiv, Alter. Definitiv. Sollen wir noch so rumfliegen? So, frohes Schaffen noch. Ein schöner Autowagen. Ja, ne? Wird mir auch noch schmecken.
Ja, mach da die Farbe, habe ich sogar als Sprühdose da. Ja, ne? Ja, die kann ich mir noch besorgen. Diese Reihe, die sprühst du einmal ein bisschen, ne, ist ein bisschen anders hier aus wie vorher. Sie hat keine Sau mehr. Du, ein Corsa ohne Rost geht nicht. Geht gar nicht. Alter, wenn einer sagt, der ist rostfrei, der hat immer irgendwo Rost. Irgendwo in der Federaufnahme oder irgendwas ist immer los. Mein Leichenwagen auch, der ist reif. Die fahren immer. Fahren weg, die Federaufnahmen, ne? Immer Gamme, ja. Ja, Klassiker. Und scheiß Arbeit dazu machen. Alle sagen, ich habe GFK aufbauen, was soll denn da rosten? Ja, dann die Bodengruppe machen. Ja, alles andere da drunter, wo es raufgespackt wurde. Ja. Sehe ich ähnlich. Hier, und GT, ne? Aber GT ohne Fahrwerk ist schon hier, so mit den ATS-Klassik-Felgen drauf, ist schon ganz schön der Bus, ne? Da passt ja 19 Zoll drauf. Alter Schwede, aber wenn du da 19 Zoll drauf schmeißt, dann ist er noch über. Ja. Wiederholende Autos, der V8-Mantel, den haben wir gestern auch auf dem Schirm gehabt schon, beim Treffen. Oh, guck mal hier hin, D-Rekord, das wäre auch noch mal was. Das wäre doch was Feines. Schau mal, wenn wir mal so ein Auto kriegen, irgendwann in der Tag, wird noch mal kommen. Mit ungeschweißten Sportstahlfelgen. Stimmt, wild. Ja. Richtig wild gemacht, Vinyldach ist auch geil. Die Bullen am Arsch ist dann Habeck. Ja, okay, ist ein Problem, das stimmt. Weil keine Festigkeitsgutachten ist. Kommt drauf an, es gab damals welche, die haben das umgebaut, ne? Als Firma, die hatten Gutachten dafür. Ja, ja. Ne? Aber also das ist das, die Frage ist jetzt, welche fährt man jetzt? Ne? Ja. So vom Ding, ne? Aber es ist ungefähr. Ich meine, die ratten geil aus, keine Frage. Finde ich auch, aber Hammerauto. Wirklich schönes Auto. So ein D-Rekord früher war der, wollte keiner jetzt. Alter, ist echt so. Aber auch nur als Zweitürer macht die Line. So als Viertürer finde ich die grenzwertig. Das ist wie bei Ascona B. Ja. Zweitürer, sonst nichts. Ja, wenn du Zweitürer hast, Fahrwerk rein und Arschlecken, dann geht das. Ja, Ascona B geht aber auch noch als Viertürer, klar. Aber nur halt, wie gesagt, nicht unbedingt. Ja, nicht wenn du hast, ja. Aber wenn du die Wahl hast, zwei Türer, ne? Ja. Hier ist Scirocco. Auch mit Tresa-Front dran, auch ein geiles Auto. Oh, der hat den richtigen Motor drin. Geile Innenausstattung drin, Spooky drin. Auch ein schönes Auto. Gut, da kann ich jetzt ja mittlerweile mitreden. Ja, aber ich muss sagen, der steckt mal 100 Mal in der Tasche vom Zustand. Auf jeden Fall. Na, Alter, wie ist es bei dir? Hallo, auch? Och, für immer, ne? Weiß ja. Immer durchbeißen. Der Bock hast du nächste Woche wieder bei uns. So, weiter geht's hier im Programm. Das ist auch ein Golfbulli, ne? Ja. Auch gut gemacht, finde ich. Ja, ist cool. Ja, kann man so sehen, da kann man mit relativ wenig Kohle. Kannst du so viel aus dem Auto rausholen. Auch so ein T4-Bus. Den Mainstrathaufen an. War ein Totalschaden. Und? Ja, so Mann, schwarz, 20 Dosen, ein bisschen Aufkleber, fertig. Ja, ist so. Schon kannst du Dinge hinstellen. So sieht's aus. Hier sehe ich. Ich muss die Felge hinten links machen beim Manta. Ja, die ist angelaufen. Ja, die ist voll im Arsch. Die, das ist richtig nervig. Die anderen sind ein bisschen immer schon angelaufen gewesen. Aber ich guck da mal gegen an. Guck da immer gegen an. Ich habe noch ein paar Felgen da. Ich sehe da mal. Kalak-Schicht ist da ja drauf. Da muss man. Ja, ja. Beim Scirocco hier war abgeflext. Oder matt schwarz drauf. Da kannst du mal Kappfelgen nicht machen. Die ist schon wieder weg, Jody. Ja, die ist schon wieder irgendwo dahin. Nee, die sitzt da. Barfuß. Jody! Hey, Jody! Das Gute ist ja, die ist hier. Wo soll sie hinkommen hier, ne? Ja, ja. Guck, die ist wie in so einem riesengroßen Käfig hier. Das ist gut auf den Treppen mit. Das geht. Die ist stationär. Das ist mit meiner Lütten noch. Die war ja erste Treffen jetzt in Garrel mit. Ja. Top. Das ging. Nächstes Jahr will sie unbedingt wieder. Das Coole bei Hanna war halt früher gewesen, die hat halt immer, die war immer neben dir, die hat auch keine Ansprüche gehabt, aber man hat sie mal irgendwie Hunger gehabt und dann war gut. Ne? So, okay. Jody, komm! Hier steht es auf, hat die Schuhe gerade schon ausgezogen. Zündelt sie weiter. Die Löten, die sind wahrscheinlich hier irgendwo untergekommen. Die haben sich irgendwo durchgefressen. Bestimmt. Hier da oben, oder nicht? Nee, sind sie nicht. Die kommen ja nicht weg. Du kannst ja nur da raus. Eigentlich. Vom Ding. Deshalb. Also das ist kein Problem hier. Das Treffen ist ja kinderfreundlich. Das ist auch nicht verkehrt, aber wenig los. Die hätten mir die Trommel rühren müssen. Ja, ärgerlich. Ärgert mich auch. Aber gut, es ist ja auch halbe Mond, Alter. Weil immer, wo halbe Mond ist. Mehr, mehr am Arsch der Welt als halbe Mond geht fast gar nicht. Über eine Stunde Fahrt. Ja, von uns allein schon. Alleine bis zur nächsten Autobahn fährst du eine Dreiviertelstunde hier. Na, Jody, du bist ja wieder. Gut gemacht. Hey Bruder. Was macht der denn da unten? Na, ich bin wieder zu Hause. Treffen war es interessant, ne? Allgemein jetzt. So, jetzt fahre ich in die Firma. Livestream ist angesagt. Sonntagabend. Muss ja auch mal gemacht werden. Ich wurde ein bisschen verpeilt gerade. Ich habe mich gerade gepennt. Also so richtig tief und fest. Also eine Stunde, weißt du? Voll im Arsch. Ich habe gemerkt, Jody übrigens auch, die sah genauso aus wie ich. Na, auf nach Friedeburg.
Aber der Manta läuft so, wie er laufen soll, ne? Kann man nicht meckern. Super Auto. Hat heute auch wieder 100 Kilometer abgespult, ohne Probleme. Was willst du mehr? Junge, Junge, ey. Haben wir eben auf dem Friedeburger Schützenfest mal eben schon eine Bratwurst reingeballert. Hat sich hier angeboten. Lag auch genau auf dem Weg, ist nicht mal ein Umweg. Musst du nur einmal links ranfahren. Geht's jetzt weiter in die Gurkenhalle. Ja, aber es ist ja auch, fressen muss ja auch was. Bin übrigens hier im Parkverbot. Deswegen habe ich natürlich alles, also halte darf man hier, aber parken nicht. Deswegen haben wir natürlich alles in unter 3 Minuten erlegt. Gestern Abend war ich auch hier mit den Kindern, mit dem Police Car. Das haben die Leute gefeiert, das Ding. Da standen sie alle drum. Oha, Angeber-Benz. Ja komm, du schaffst das, Kleiner. Komm, rückwärts. 1000 Parksensoren. Da musst du das stehen lassen, drehen den Reifen rückwärts. Komm, du kriegst das hin. Machst du schon. Machst du den ganzen Kumpels glücklich damit. Na, Alter, moin, du. So, weiter geht's. Die Farbe war aber oben. Mal gucken, in 20 Jahren vielleicht, dann fahren wir auch so eine Karre. Jetzt nicht, jetzt ist das ein bisschen so, mache ich die Dinger überhaupt? Ist der neue Daimler, diese komischen Kisten? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich nicht so der Fan davon. Nicht so meins. Ist nicht so ganz. Aber Thema für sich. Ich und Plastikkisten ist eh so ein Thema. Ja, aber war ein ziemlich wildes Wochenende, was meint ihr? Wochenende wäre ja komplett mit euch mit Video begleitet, was wir getüdelt haben. Haben ja einiges gesehen. Die Frage ist, was war am besten? Eigentlich war das Gesamtpaket okay. So, ich sauf mal eben schnell mein Wasserhelm auf, wenn ich noch in einem Auto liegen habe und nehme das gleich mal raus. Und verabschiede mich jetzt von euch, weil ich eh gleich live streamen muss und dann kann ich ja nicht parallel filmen. Ne? Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns morgen wieder. Weil morgen bin ich nämlich alleine in der Werkstatt, die ganze Woche über. Gordon hat Urlaub. Das heißt, ich muss selber gucken, wie ich klarkomme. Könnte interessant werden. Fakt auf jeden Fall ist, wir haben eine in Anführungsstrichen Kundengeschichte für Petra. Ich habe mich bereit erklärt, ihren Saab durchzuschauen und da habe ich herausgefunden, dass er eine hängende Bremse hat und hier ganz viel Rost und Gordon hat mir das schon alles irgendwie hier aufgeschrieben, so als To-Do-Liste für mich und ich gucke die Karre eben durch, was daran schlimm, was auch nicht schlimm ist, damit Petra wieder 2 Jahre TÜV bei dem Ding hat und dann wieder hier wieder fahren kann. Weil was ja eine Hand wäscht, die andere. Petra macht bei mir sauber, hält den Laden mit dem Schuss. Und ich kümmere mich einmal um ihre Karre, wann irgendwas ist. So läuft. Ne? Und nur die kleinen Sachen, nicht die großen. So, haut rein. Ne? Bis zum nächsten Mal und bis morgen. Seid gespannt, weil morgen kommt der K30 wieder. Ich schalte jetzt allein das Ding schon in Wiesmau abzuholen, wird interessant. Weil, wie soll ich den abholen? Weißt du? Habe auch keinen zweiten Fahrer. Muss irgendwie mit dem Fahrrad hinfahren oder so. Mutter!